Haare zusammen. Ich habe heute für euch ein kleines Tutorial oder Tipps-Video zum Thema Eyeliner und perfekter Lidstrich. Es wird nämlich darum gehen, wie ihr die richtige Form für euren Augentypen, für euren Gesichtstypen hinbekommt und was es eigentlich für Eyeliner gibt und so. Wenn ich jetzt so zurückblicke, dann war nämlich Eyeliner auftragen für mich immer das Allerschwierigste überhaupt beim Schminken. Ich habe das zwar immer sehr schön gefunden, vor allem wenn man in Magazine geschaut hat und dann so Nahaufnahmen von irgendwelchen Models hat, die perfekt geschminkt sind und einen ganz breiten Lidstrich haben und der ist ganz dramatisch nach außen hingeschwungen. Ich wollte das immer haben. Ich habe es ganz lange Zeit lang versucht nachzumachen und es ist mir nie gelungen. Es sah echt nie schön aus. Ich habe übrigens, das war mein erster Eyeliner, immer diese Essence, so Filzstift-Eyeliner benutzt. Und es hat einfach bei mir nicht funktioniert. Und ich dachte irgendwann, ich bin nicht der Typ dafür. Dann habe ich nur noch Mascara und Lidschatten benutzt und habe Eyeliner erstmal Eyeliner sein lassen und habe es einfach nie wieder benutzt. Und dann, nach ein paar Jahren, habe ich mir gedacht, ich versuche es wieder. Habe ein bisschen auch was drüber gelesen und so. Und dann bin ich auf diesen Trick gekommen, durch die Magazine und so weiter, dass man eben Eyeliner nicht so auftragen soll, vor allem im Alltag nicht, wie man das eben in Magazinen sieht, sondern eher zwei Drittel des Auges, und zwar am äußeren Augenwinkel mit Eyeliner ausmalen soll und mehr nicht. Und ich habe für mich festgestellt, dass das echt das Allerbeste ist, was man im Alltag tragen kann. Und das A und O bei dem Ganzen, bis man es wirklich hinbekommt, ist üben, 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 weil das echt eine schwierige Sache ist. Das ist ein bisschen so wie mit Lipliner. Das finde ich manchmal auch nicht ganz so einfach. Aber Lidstrich zu ziehen ist echt so ziemlich das Schwierigste beim Schminken, um ehrlich zu sein. Und ich kann euch echt mal den Tipp geben und ihr werdet das gleich eben auch in so einem kurzen Auszug sehen, wie ich das mache, dass ihr einfach mal im äußeren Augenwinkel anfangt und höchstens so bis zur Mitte des Auges vielleicht ein bisschen weiter mit dem Eyeliner geht und eben mehr nicht ausmalt. Also, ich nehme meinen Gel-Eyeliner, den braunen, nimm ein bisschen davon auf den Pinsel, nicht allzu viel, ein bisschen reicht und ich fange etwa hier an, ganz dicht am Wimpernkranz den Eyeliner aufzutragen. Ganz wichtig, je näher am Wimpernkranz, desto besser. Und fangt einfach an, die Linie ganz schmal zu machen und dann könnt ihr immer noch die Linie ein bisschen breiter machen, wenn es euch so besser gefällt. So, und ihr habt jetzt gesehen, ich habe den Eyeliner nur etwa von hier bis hierhin aufgetragen. Ungefähr zwei Drittel der Länge des Auges, das reicht vollkommen aus. Die Wimpern sind dadurch optisch ein bisschen verdichtet. Das gibt diesen, ja, Katzenaugen-Effekt ein bisschen. Und das Auge ist trotzdem definiert, aber es ist eben nicht ganz so auffällig und man schaut nicht nur auf den Eyeliner. Ich habe den Lidstrich jetzt nicht nach oben hin abgeknickt, ich habe ihn ganz einfach nach unten auslaufen lassen. Man muss dabei jetzt nur darauf achten, dass der Lidstrich nicht zu weit nach unten geht, das gibt dann so ein trauriges Auge. Und wenn ihr aber so einen Knick haben wollt, dann gibt es so eine leichte Hilfslinie vom äußeren Augenwinkel bis zum Ende der Augenbraue hin und hier so ungefähr sollte der Knick liegen, also auf dieser Linie. Und was ihr jetzt für einen Eyeliner benutzen wollt, das bleibt ganz euch überlassen, das ist eigentlich ziemlich egal. Es geht im Groben nur um die Form und was ihr dann für einen Eyeliner-Typen, was für eine Art ihr benutzt, ist eher zweitrangig. Aber ich habe jetzt mal drei Grüppchen hier eingeteilt und zwar einmal Gel-Eyeliner, mein absoluter Favorit, vor allem für den Alltag. Ich habe hier einmal einen aus der Drogerie von Maybelline, der hat so um die 7 Euro gekostet. Und das ist mein absoluter Favorit. Ich liebe die Maybelline Gel Eyeliner. Die sind jeden Cent wert und die kommen auch noch mit einem Pinsel, der super gut ist. Ich habe hier zum Beispiel einen von MAC und ich finde der von Maybelline, der gratis zu diesem Gel Eyeliner kommt, ist ganz genauso gut wie der 20 Euro Eyeliner hier von MAC Eyeliner Pinsel. Das ist übrigens MAC 211, aber der ist auch sehr gut, der Pinsel. Und außerdem habe ich hier noch so einen Essence Gel Eyeliner, der hat so 2-3 Euro gekostet. Den kann ich euch leider nicht empfehlen. Ich finde die überhaupt nicht gut. Die sind sehr viel flüssiger als die von Maybelline und ich finde, sie decken auch nicht ganz so schön. Ich werde ihn jetzt zwar aufbrauchen, also so katastrophal ist er dann nicht, aber ihr müsst auch bedenken, der kostet zwar wenig, aber ihr müsst noch einen Pinsel dazu kaufen und ich würde euch da echt empfehlen, von Maybelline oder von L'Oreal die Gel Eyeliner zu kaufen. Ich habe jetzt hier einen braunen. Braun ist toll für den Alltag, grau ist auch super, passt super zu grünen Augen zum Beispiel, aber ihr könnt natürlich auch schwarz nehmen.
Das Schöne an Gel-Eyelinern ist jetzt, dass sie so ein halbmattes Finish haben. Und im Gegensatz zu flüssigen Eyelinern, die habe ich hier auch, das sind so diese ganz klassischen, vor allem die, mit denen man auch so diesen dramatischen Flick nach oben hin macht, glänzen sie eben nicht so stark. Die haben doch schon so ein etwas anderes Finish. Die kommen mit einem Pinsel und den Eyeliner von Alverde kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, habe ich schon ein paar Mal gemacht, kostet um die 3 Euro. Ganz klassischer flüssiger Eyeliner, super Produkt und hält den ganzen Tag. Und die dritte Kategorie, die ich so eingeteilt habe, das sind so Filzstift Eyeliner. Ich habe hier jetzt welche von L'Oreal, das sind diese Superliner und ja, die kommen mit einem Filzstiftapplikator. So sieht das aus, hat also so eine dünne Spitze und man tränkt das Ganze in die Flüssigkeit. Ich finde die hier gar nicht so schlecht. Die kosten auch um die 6, 7 Euro und ich habe bis jetzt noch nicht bemerkt, dass sie ausgetrocknet sind und ich habe sie schon ein paar Monate lang, die halten relativ lange und ich finde sie wirklich ganz empfehlenswert. Also das ist auch ein flüssiger Eyeliner, kein Gel-Eyeliner und ich finde sie wirklich ganz gut. Solltet ihr jetzt Anfänger sein und ihr wisst nicht so ganz, was ihr euch davon aussuchen sollt, ich würde euch in jedem Fall zu Gel-Eyeliner raten. Erstens, ich hätte nie gedacht, dass der sich so leicht auftragen lässt. Ich war erst ein bisschen skeptisch und dachte, das wird viel schwieriger sein als flüssiger Eyeliner. Und der ist schon nicht leicht aufzutragen. Aber ich finde, mit diesem Pinsel lässt sich so leicht dieser Eyeliner auftragen. Und vor allem vergibt dieser Gel-Eyeliner auch ein bisschen. Also man muss nicht so hundertprozentig genau sein. Und deswegen rate ich euch echt dazu. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, was ihr für Erfahrungen mit Lidstrichen und Eyelinern gemacht habt. Ich glaube, da hat jeder auch so seine eigene Meinung zu und vor allem seine eigene Methode für. Das war jetzt meine. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann. Ciao!